Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Was war der Schlüssel heute zum Erfolg im Spiel? Ich glaube, es ist Teamwork, würde ich sagen. Wir haben uns gegenseitig viel unterstützt. Im zweiten Satz haben wir ganz viel Aufschlagdruck gemacht und haben die so ein bisschen gebrochen. Und dann sind wir froh, dass wir mit Hilfe des Publikums einen 2-0-Sieg einfahren konnten. Du sagst es schon, das Publikum. Was für ein entscheidender Faktor, wie pusht das euch, hier in Hamburg zu spielen? Ja, es holt nochmal die letzten Körner aus einem raus und man ist einfach super glücklich, wenn man sieht, wie die Leute dann alle jubeln und sich freuen, wenn man einen Punkt gemacht hat oder wenn die vertrauten Stimmen noch was reinrufen oder nochmal einen pushen wollen. Das ist echt ein schönes Gefühl. Das glaube ich. Was jetzt besonders im Spiel markant war, dass ihr eigentlich die langen Rallyes fast alle für euch entschieden habt. Gibt es da irgendwie ein Abwehrgeheimnis, wie meine Volleyball-Freaks da draußen, die eher etwas Lower-Level spielen, worauf sie sich vielleicht konzentrieren können, damit sie auch mal den einen oder anderen Ball mehr holen? Vielleicht frage ich dich dann mal. Erstmal die Geduld bewahren, wenn man den Punkt nicht direkt gemacht hat. Dann sich nochmal auf die Strategie besinnen, wenn man denn eine gemacht hat. Und wenn man dann den Punkt selber oder den Ball selber auf der Hand hat, nochmal mit Ruhe schön viel Liebe in den Ball stecken und dem Partner den Ball bestmöglich zuspielen und dann nochmal einen guten Call geben. So, und zum Schluss habe ich noch eine Frage. Wenn ihr die Wahl hättet, Hamburg oder Timmendorf, was würdet ihr wählen? Beides. Ja, finde ich auch beides. Kann ich voll und ganz verstehen. Ja, ich wünsche euch morgen gegen die Brasis viel Glück. Ich hoffe, wir sehen uns danach wieder, auch mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Viel Erfolg. Dankeschön. Machen wir kurz Cut.